Guten Abend, liebe Besucherinnen und Besucher, lieber Herr Professor Haller, lieber Herr Professor Rösner. Herzlich willkommen zur dritten und letzten Veranstaltung unserer Reihe Kindheit heute mit Vorurteilen von gestern. Eine Reihe, die wir in Kooperation mit der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Uniklinikum in Dresden durchführen, schon wiederholt durchführen. Und für die gute Zusammenarbeit möchte ich mich bei Herrn Professor Rösner, bei Claudia Seifert und bei Frau Dr. Albertowski ganz herzlich bedanken. Anliegen der Reihe war und ist es, gängige Vorurteile oder man kann vielleicht auch sagen Kollektivdiagnosen, die den Kindern und Jugendlichen heute gestellt werden, mit Hilfe von Expertinnen und Experten auf ihre Richtigkeit zu befragen und, sollten sie stimmen, nach ihren Ursachen zu forschen. Stimmt es denn, dass junge Menschen heute immer selbstbezogener, unkonzentrierter, unempathischer werden, dass der Intelligenzquotient sinkt, dass Werte wie Respekt, Höflichkeit und Verantwortung im Aussterben begriffen sind? Und hängt dies alles mit unserer digitalen Gesellschaft zusammen, mit dem Selfie-Wahn, der Jagd nach Likes und Anerkennung, mit abnehmender Frustrationstoleranz auf der einen Seite und gestiegenen Erwartungen und Ansprüchen auf der anderen Seite? Oder inwiefern spiegeln Kinder einfach nur, was ihnen von Erwachsenen vorgelebt wird und was als Diagnose eigentlich der ganzen Gesellschaft gestellt werden müsste? Viele dieser zugespitzten Vorurteile konnten in den vergangenen beiden Veranstaltungen schon teilweise relativiert werden. Nicht nur Jugendbewegungen wie Fridays for Future zeigen sehr wohl, dass Jugendliche verantwortungsvoll denken und handeln, sich engagieren und Solidarität nicht nur einfordern, sondern auch leben. Wie die Diskussion in der ersten Veranstaltung dieser Reihe gezeigt hat, vor zwei Wochen konnte der Lernforscher und Neurobiologe Martin Korte zeigen, dass es zwar keinen kausalen Zusammenhang zwischen einem sinkenden Intelligenzquotienten und der Nutzung der Handys gibt, aber dass die Nutzung digitaler Geräte zur Überforderung von Konzentrations- und Merkfähigkeit und von Aufnahmefähigkeit führt, das konnte er sehr wohl zeigen und eindrucksvoll daran belegen, dass es einen Unterschied macht, ob man zum Beispiel einen Text geschrieben liest oder aus einem Buch liest oder eben online oder am Bildschirm verfolgt. Die Merk- und Aufnahmefähigkeit unterscheidet sich da. Heute nun überprüfen wir in der letzten Veranstaltung Narzissmus und Erziehung die These, ob unsere Gesellschaft und die in ihr aufwachsende Jugend immer unempathischer und narzisstischer wird. Die Tatsache, dass diese letzte Veranstaltung eigentlich als allererstes ausverkauft war und dass Sie heute alle hier sitzen, scheint ja dem eine gewisse Berechtigung zu geben oder Sie scheinen ja intuitiv zu fühlen, da muss etwas dran sein. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute mit Professor Reinhard Haller den einschlägigen Experten zum Thema und zur Klärung dieses Vorurteils, nämlich leben wir in einer Gesellschaft, die Narzissmus begünstigt und auch einen Erziehungsstil fördert, der unsere Kinder zu Narzissten werden lässt, der diesem Vorurteil auf den Grund geht und guckt, was dran ist. Ich darf ihn kurz vorstellen. Professor Dr. Reinhard Haller ist Psychiater, Psychotherapeut und Neurologe. Er war lange Jahre Chefarzt der psychiatrisch-psychotherapeutischen Klinik Maria Ebene in Frastanz in Österreich. Reinhard Haller ist einer der renommiertesten europäischen Gerichtsgutachter für forensische Psychiatrie. Zu seinen spektakulären Fällen, die er als Sachverständiger betreut hat, gehören seine Gutachten im Fall des Prostituiertenmörders Jack Unterweger oder des Amoklaufs von Winnenden. Er hat zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten zu den Themen psychische Erkrankungen, Prognostik, Sucht und Suizid verfasst und mehrere seiner Sachbücher wurden über den wissenschaftlichen Kreis hinaus auch zu internationalen Bestsellern mit Bezug auf das heutige Thema, das Buch Die Narzissmusfalle, Anleitung zur Menschen- und Selbsterkenntnis, 2013 erschienen oder Die Macht der Kränkung, 2015 erschienen. Zuletzt 2019 erschienen die beiden Bücher Das Böse, die Psychologie der menschlichen Destruktivität und, mal ins Positiv gewendete formuliert, Das Wunder der Wertschätzung, wie wir andere stark machen und dabei selber stark werden. Vielen Dank, lieber Herr Professor Haller, dass Sie heute hier sind und das noch unter den besonderen Corona-Bedingungen von Österreich über die Grenze geschafft haben. Professor Haller kommt heute Abend ins Gespräch mit Professor Veit Rösner, Kooperationspartner und Mitveranstalter dieser Reihe. Veit Rösner ist seit 2009 Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Uniklinikum in Dresden.
Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören repetitives Verhalten bei Kindern und Jugendlichen, insbesondere ADHS- und Autismus-Spektrum-Störungen, sowie Forschungen zu Tics und zum Tourette-Syndrom. Darüber hinaus interessiert sich Herr Professor Haller noch für sehr viel mehr, Herr Professor Rösner noch für sehr viel mehr, Entschuldigung, nämlich auch für Methoden der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wie zum Beispiel psychotherapeutische Verfahren, und wie Sie an dem wiederholten Engagement für Reihen wie diese sehen, ist es auch sein Bestreben, über den wissenschaftlichen Kreis hinaus ein Publikum zu erreichen. Vielen Dank, lieber Herr Professor Rösner, dass Sie dann die Moderation des heutigen Abends übernehmen. Und jetzt würde ich Herrn Haller auf die Bühne bitten und wünsche Ihnen eine interessante Diskussion und einen interessanten Abend. Vielen Dank. Frau Vorsitzende Dr. Ilmer, lieber Herr Professor Rösler, meine Damen und Herren, vielen Dank für die überaus freundliche Einladung. Das ist für einen Redner immer so ein bisschen ein Problem, wenn er hochgejubelt wird. Dann kann er natürlich in seinen Ausführungen das Publikum nur enttäuschen. Ich werde also probieren, dem entgegenzuwirken. Aber es ist schon sehr ehrenvoll und alles andere als narzisstisch kränkend, dass Sie mich, wenn man aus der tiefen Provinz, aus Österreich noch dazu, hierher durch ein Zentrum, an eine Universität eingeladen wird, und zu einem solch schönen Thema sprechen darf. Ich glaube, das Thema Narzissmus ist ein sehr interessantes für mich deswegen, weil es so disziplinenübergreifend ist. Also es geht weit hinaus über die Psychiatrie, über die Psychotherapie, über die Psychologie, über die Theologie, die Philosophie, die Biologie, das Gesellschaftliche hinein und heute ganz besonders. Und die Frau Vorsitzende hat ja schon gesagt, diese Frage wird zunehmend aufgeworfen, wird unsere Gesellschaft immer narzisstischer, ist das ein Schlagwort oder gibt es dafür tatsächlich Beweise, gibt es Evidenz? Nun, es gibt einige wissenschaftliche Untersuchungen, die also beispielsweise belegen, dass die sogenannten Empathieparameter, also die Fähigkeit, gute Empathie zu entwickeln, kontinuierlich zurückgeht, dass die Narzissmusparameter bei großen amerikanischen Studentenuntersuchungen angestiegen sind. Und es gibt aber daneben, denke ich mir, auch einige gesellschaftliche Anzeichen, die diese These tatsächlich untermauern, die ich jetzt nicht wissenschaftlich begründen kann, aber die Sie, glaube ich, selbst auch so erlebt haben und die jederzeit auch beobachtbar sind. Also zunächst einmal meine ich, wenn ein Wort aufgenommen wird in unseren Alltagswortschatz, dann ist das schon ein gewisser Hinweis darauf, dass dieses Problem gesellschaftlich relevant wird. Ich will jetzt nicht sozusagen antifeministisch sein, aber wenn wir uns überlegen, das Wort Hysterie, wie das also plötzlich für Sigmund Freud kreiert, also dann plötzlich zum allgemeinen Wortschatz geworden ist, weil es eben zu tun hat, letztlich mit der speziellen Psychologie der Frau, oder um jetzt doch den Männern auch noch eins draufzugeben, das Wort Psychopathie, im Prinzip ein ganz neutraler Fachausdruck, früher für Persönlichkeitsstörung geltend, später sozusagen zu einer Allerweltsdiagnose und zu einem Schimpfwort geworden, aber weil eben in unserer Gesellschaft das Problem überhand zu nehmen scheint, und mit dem Narzissmus ist es nicht anders. Und wir müssen doch überlegen, dass bis vor einigen Jahren, glaube ich, das Thema noch vertraut war, Kulturschaffenden, Dichtern, Künstlern, die haben ja reichlich dazu gearbeitet, aber sonst hat man es eher mit Nationalsozialismus, mit Nazismus und so weiter verwechselt. Heute hingegen hören wir doch, also, dass wir in einer narzisstischen Gesellschaft leben, dass es narzisstische Männer, Frauen, Kinder, Mütter und so weiter gibt, dass wir die narzisstische Wut, den narzisstischen Höhenrausch, die narzisstische Kränkung haben und alle diese Dinge, also es ist ein Wort, dass man sehr viel verwendet und das also dann doch bedeuten muss, das hat tatsächlich etwas mit der gesellschaftlichen Entwicklung zu tun. Und wenn wir einige Dinge jetzt doch näher betrachten, dann zeigen sie doch ganz deutlich an, dass der Narzissmus sozusagen ein wirklich vorhandenes Phänomen und ein immer größer werdendes Problem ist. Ich erinnere vielleicht einmal ganz harmlos an die ganze Umweltproblematik. Natürlich ist das eine narzisstische Entwicklung, wenn wir nur an uns denken, an unseren Vorteil und nicht an kommende Generationen und die Natur sozusagen immer entwertet.
Werten. Das ist etwas ganz eindeutig Narzisstisches. Wenn wir an die Bankenkrise 2008 denken, ganz typisch Narzissmus, man hat Scheinwerte aufgebaut als eine schöne Fassade, hinter denen nichts war. Und das ist das Wesen des Narzissmus, die grandiose Präsentation nach außen, dahinter aber ein Wesen mit Minderwertigkeitsgefühlen, mit Selbstwertzweifeln. Ich erinnere daran, dass auch in der Sucht auch ein wichtiges Jugendthema, Sie haben, glaube ich, auch schon darüber gehört im Rahmen dieser Reihe, dass hier letztlich die Suchtmittel auch immer sich ändern, dass die Sucht ihr Gesicht wandelt und dass in letzter Zeit vermehrt narzissogene Drogen dominieren, also Ecstasy, die jetzt etwas ganz typisch Narzisstisches ist, die ganze Welt liebt mich und ich bin mit allen verbunden und dahinter stecken aber doch irgendwelche Defizite. Oder Kokain, eine Droge, die doch so das Gefühl der Arroganz, der Überheblichkeit gibt, also des Narzisstischen, des Hochmutes sozusagen, dem Narzissmus verwendet ist. Warum werden diese Suchtmittel heute verwendet, weil sie offensichtlich einem gewissen Gefühl entgegenkommen. Ich erwähne dann auch mit etwas Bauchweh, warum, und Sie denken jetzt nicht an den amerikanischen Präsidenten, das ist ja verboten, man darf nach der Goldwater-Regel keine Ferndiagnosen stellen, aber warum werden heute Führer, ich sage es jetzt einmal vorsichtig, die sich sehr narzisstisch gebärden, derartig begeistert gewählt, in den USA, in Großbritannien, in Brasilien, auf den Philippinen, in der Türkei muss man auch dazu sagen, offensichtlich nicht, obwohl sie Narzissten sind, sondern weil sie Narzissten sind, weil offensichtlich dieser Narzissmus etwas sehr Faszinierendes an sich hat, etwas blumig ausgedrückt könnte man sagen, der Duft der Narzisse, der Duft, also die Aura des Narziss sozusagen, ist sehr betörend und ist sehr anziehend. Und das ist doch auch etwas ganz Besonderes. Und wenn Sie es mir jetzt als immer noch nicht glauben, dass der Narzissmus zunimmt, dann möchte ich vielleicht zitieren für die Katholischen unter Ihnen den Papst Franziskus, wer gewählt werden wollte am 13.03.2013. Da hat er so ein kurzes Bewerbungsschreiben sozusagen verfasst, das können Sie im Internet nachlesen. Und da hat er geschrieben, das hat er sich getraut, das muss man ihm hoch anrechnen. Die Krise der Religionen ist eine Krise der narzisstischen Theologie. Das heißt also, wenn die Religionen immer nur sagen, meine Lehre ist die einzig wichtige und die anderen, mit denen redet man nicht einmal oder macht sie nieder, dann kommt sozusagen die ganze religiöse Gesellschaft in eine Krise, wie wir sie heute haben. Jetzt in Klammern muss ich hinzufügen, die Katholischen und drinnen werden sagen, aber da war er ja gerade noch nicht unfehlbar, aber 2 Stunden später war es, also wird er recht gehabt haben. Also ich glaube, es gibt eine Reihe von Beweisen dafür, dass die Gesellschaft narzisstischer wird und die sind zum Teil auch wissenschaftlich belegt und untermauert, obwohl man sagen muss, vielleicht noch als letztes Argument, dass die Wissenschaft sich um das Phänomen des Narzissmus nicht allzu sehr gekümmert hat. Es ist vor einigen Jahren erschienen, im Jahr 2014 auf Englisch und 2 Jahre später auf Deutsch, das Diagnostische Statistische Manual psychischer Störungen. Das ist die Bibel der Psychiatrie. Da ist also alles vermerkt, was man irgendwie abnorm oder krankhaft bezeichnen kann. Ich muss Sie beunruhigen, wenn man dem glauben würde, dann sind 37,4% der Anwesenden psychisch irgendwie gestört. Wie Sie aus meiner Formulierung hören, bin ich also nicht ganz so der Meinung, dass das wirklich so ist. Aber als man also dieses Buch verfasst hat, wo jeder Huster vermerkt ist und mit einer diagnostischen Etikette bedacht wird, da hat man sich jahrelang gestritten, ob man die 2 häufigsten Begriffe, medizinisch-psychiatrischen Begriffe in den Laienmedien überhaupt aufnehmen soll. Das eine ist Burnout, das ist eine Störung, die sozusagen dem Lebens- oder Krankheitsgefühl der heutigen Zeit entspricht, aber viel zu unspezifisch, ist nicht aufgenommen worden. Und Narzissmus erst nach langer
Auseinandersetzung, und zwar mit der Begründung, wollte man es ablehnen, das ist heute so normal, dass es selbst nach unserem inflationären Raster nicht mehr als Störung bezeichnet werden kann. Ich habe da natürlich meine private Theorie dazu, nämlich Sie müssen wissen, das sind ungefähr 120 auserwählte Gralsritterinnen und Gralsritter, die also bestimmen, was gesund und krank und was abnorm und was normal ist. Möglicherweise wollten die ihre eigene Problematik nicht in dem von ihnen verfassten Werk lesen, aber das ist auf jeden Fall ein Beweis dafür, dass auch die Wissenschaft anerkennt, dass der Narzissmus heute etwas ganz Normales geworden ist. Nun, man könnte es vielleicht so auf den Punkt bringen. Der Narzissmus war ursprünglich eine Sünde. In allen Religionen ist am Anfang, also im christlich-judäischen Bereich, wissen Sie, dass die Eva, die den Apfel stiehlt und der Mann Anstifter für das Verbrechen ist, aber die erste Untat sozusagen, und das ist auch im Islam und in anderen Religionsgemeinschaften ganz ähnlich, war etwas anderes, das war der Erzengel Luzifer, der Gott gleich sein wollte. Das war seine Sünde. Er wollte sich in eine narzisstische Position begeben, bestimmen über Leben und Tod und ist dafür dann halt eben in die Hölle gestürzt worden oder dergleichen. Und so war also Narzissmus über Jahrhunderte hinweg eine Sünde, nur den mächtigen, reichen und schönen vorbehalten, die ihn auch ausgiebigst konsumiert haben, wenn sie denken, wie man die Menschen früher verehren musste. Im Jahr 1908 hat dann Sigmund Freud das Ganze zu einer psychischen Störung erklärt, mit einer berühmten Vorlesung, nicht ganz deutsch, zur Einführung des Narzissmus, und im Jahr 2014 dann das Ganze noch breit begründet. Und seit damals galt eben die narzisstische Neurose oder die narzisstische Persönlichkeitsstörung als Krankheit. Also die Sünde ist zu einer Krankheit geworden. Und heute ist es ein gesellschaftliches Ideal. Heute wollen die Menschen narzisstisch sein. Heute wollen sie sozusagen empathielos, cool auftreten mit Pokerface und so weiter. Das ist das Ideal, das wir ein Stück weit haben. Das wäre jetzt eine eigene Geschichte. Aber die Menschen, die haben sich heute in den Mittelpunkt gerückt und nehmen ihre Interessen wahr. Und das ist nichts Schlechtes. Das muss ich gleich vorausschicken. Narzissmus ist nicht etwas Krankhaftes, nicht etwas Sündhaftes, auch nicht etwas Schlechtes. Es kommt auf die Dosis drauf an. Allein die Dosis. Dosis macht das Gift, heißt ein berühmtes Wort von Paracelsus, und das ist auch beim Narzissmus so. Natürlich haben wir allen Grund, narzisstisch zu sein. Es geht uns ja gut, wenn nicht gerade Corona herrscht. Wir sterben nicht mehr im Kindsbett, wir fliegen durch die Lüfte, wir können, es verhungert keiner mehr und Ähnliches. Wir haben als allen Grund, hohes Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und diese Demokratisierung des Narzissmus, das ist im Prinzip toll, das ist super. Aber wenn es zu viel davon wird, des Egozentrischen, des nur auf sich Bedachten, man könnte fast sagen des Autistischen, dann wird es natürlich emotional kalt und es kommt zur gesellschaftlichen Entsolidarisierung, das ist gar nicht anders möglich. Und am Schluss für alle Beteiligten, sowohl für den narzisstischen Menschen als auch für seine Umgebung, zu einem der, glaube ich, ganz großen sozialen Probleme der Zukunft, das ist die Vereinsamung. Nämlich es wird einsam um den Narzissten und natürlich auch einsam um seine Umgebung und um seine Opfer. Und das ist das Problem, um das es geht. Nun, wir in der Psychiatrie, Sie wissen ja, wir bedienen uns ja auch verschiedenster Methoden, verschiedenster Tricks. Und eine der beliebtesten ist letztlich, dass man alte Mythen heranzieht und schaut, was in ihnen sozusagen verballhornert dargestellt ist an psychologischer Weisheit von vielen, vielen Generationen, verkürzt und in Symbolsprache. Und mit dem ist ja letztlich Sigmund Freud auch berühmt geworden, indem er alle diese Geschichten von Ödipus und so weiter übersetzt hat in das psychologische Verständnis. Und mit der Narzissengeschichte ist es nicht anders. Und ich will es Ihnen, obwohl Sie sie wahrscheinlich kennen, doch kurz erzählen, weil hier alles enthalten ist, was es zu dieser Frage, die Sie mir heute gestellt haben, zu sagen gibt. Also der Narcissus ist entstanden aus einem sogenannten One-Night-Stand, glaube ich, sagt man heute dazu, zwischen einer jungen, schönen Frau und einem Flussgott, also einer Nymphe und einem Flussgott.
Und der Flussgott drängt also die Nymphe in eine Bucht, tut die Gewalt an und fließt dann weiter, wie es halt ein Fluss so hat. Die Frau ist Alleinerzieherin und bringt ein Kind auf die Welt, das wunderschön ist und von der ganzen Welt von Anfang an bewundert wird. Also Narzissten werden bewundert, rund um die Uhr sozusagen. Und was macht eine besorgte Mutter, die alleine zieht? Sie geht heute wahrscheinlich ins Genlabor und fragt, wird dieses Kind dies und jene Krankheiten bekommen? Weist es eine erhöhte Vulnerabilität auf? Auch das macht sie. Sie geht zum Seher in der griechischen Mythologie, Teiresias. In der griechischen Mythologie sind die Seher immer blind, um zu symbolisieren, die Blinden sind die wahren Sehenden und die Sehenden, wir Sehende, sind eigentlich die Blinden. Und fragt ihn, wird dieses Kind gesund sein und glücklich werden? Ja, sagt er, wenn es sich nicht selbst kennenlernt. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn es sich nicht selbst kennenlernt. Die Mutter kann mit dem nichts anfangen. Das Kind wächst heran. Wie gesagt, alle reißen sich um seine Zuwendung, seine Gunst. Er aber ist autistisch. Also er fällt in ihr Forschungsgebiet sozusagen. Er ist beziehungsunfähig. Und er schafft es dann lediglich, eine einzige Person an ihn heranzukommen, das ist die Echo, die sich auch in ihn, ebenfalls eine Nymphe, die sich in ihn verliebt, aber weil er beziehungsunfähig ist, soll er gesagt haben, die Frauen mögen jetzt weghören, weil es kommt ein Kraftausdruck, aber so steht es bei Herodot, lieber verrecken als eine Beziehung eingehen. Und das stürzt diese arme Echo natürlich in tiefen Kummer, Liebeskummer, der ja eine schwere Depression ist. Sie isst nichts mehr, sie wird als anorektisch, sie löst sich in Luft aus und zieht sich in die Wälder und in die Berge zurück. Und wenn Sie einmal in die Alpen fahren, dann können Sie probieren, ob sie tatsächlich noch vorhanden ist. Jetzt habe ich Ihnen eine hochwissenschaftliche Erklärung über das Echo-Phänomen gegeben, aber es sollte eben sagen, unter dem Narzissten leiden vor allem natürlich die Partner, weil sie keine Resonanz, keine Positivzuwendung oder dergleichen bekommen. Und die Umgebung des Narzissmus weist eine sehr hohe Komorbidität von psychischen Störungen auf. Darauf werde ich dann später auch noch ein bisschen zurückkommen. Der Narzissus aber geht seinen Vergnügungen nach, der Jagd, halt wahrscheinlich Golfsport nehme ich an, und wer also erschöpft ist und sich waschen will, der geschieht ihm plötzlich etwas, was er bis dahin nicht gekannt hat. Er sieht sein Spiegelbild in diesem Wasser drinnen und ist plötzlich verliebt. Mir fällt da immer der Vergleich ein mit Steve Jobs. Sie wissen, einer der genialsten Menschen, dem wir die Handys und so weiter verdanken. Er ist gestorben schon vor Jahren. Und er war zweifelsohne, wie man aus seinen Biografien entnehmen kann, schon ein schwerer Narzisst. Also sehr egozentrisch, sehr entwertend gegenüber anderen, auch narzissogene Drogen genommen und so weiter. Aber wie er gestorben ist, da habe ich ein sehr schönes Wort gefunden. Da hat jemand gesagt, er hat in uns Gefühle geweckt, von denen wir bis dahin gar nicht gewusst haben, dass es sie überhaupt gibt. Also wer von uns hätte vor 20 Jahren gewusst, dass wir jetzt das Bedürfnis hätten, schnell die Mails zu checken oder ins Facebook zu gehen, wie Sie es wahrscheinlich jetzt verspüren. Und so ist es eben diesem Narzissus gegangen. Er hat jetzt plötzlich ein Gefühl kennengelernt, nämlich jenes des Verliebtseins, sage ich einmal, in sein eigenes Bild. Er kann sich nicht mehr lösen davon, er bleibt Tag und Nacht am Teich und irgendwann einmal stürzt er hinein und ertrinkt. Das heißt also mit anderen Worten, am Schluss dieser narzisstischen Entwicklung ist immer der Absturz. Also wenn Sie sich jetzt ärgern über den Ausgang der amerikanischen Präsidentenwahl, denken Sie zurück. An den künftigen Ausgang, denken Sie zurück sozusagen an die Weisheit, die uns diese Geschichte lehrt. Es gibt dann noch eine andere Version, auf die ich vielleicht, wenn es die Zeit zulässt, kommen kann. Nun, wie gesagt, in dieser Geschichte, in diesem Mythos ist alles verdichtet, was es eigentlich dazu zu sagen gibt. Und wenn man nun endlich einmal fragt, was ist denn Narzissmus überhaupt, dann werden Sie in Definitionen natürlich lesen, ausgeprägter Selbstbezug, Egozentrizität, fälschlicherweise sagt man auch, es ist Eigenliebe, es ist zwanghafte Suche nach Bewunderung, nach Wertschätzung und allen diesen Dingen. Ich will es Ihnen vielleicht etwas einfacher mit auf den Weg geben, nämlich anhand von 5 großen E. Sie wissen, man muss immer, wenn man etwas rüberbringen will, die 3 großen A und die 3 großen B und die 3 großen A, B, C, also die 5 großen E, die das Wesen des Narzissmus ausmachen. Da ist an erster Stelle zu nennen die Egozentrik.
Also der Narzisst nimmt alles aus der Ich-Perspektive wahr. Die Ego-AG steht im Mittelpunkt. Er lebt nach der Devise Ich, Icher am allerichesten. Ich glaube, das ist jetzt nicht ganz deutsch, aber das macht ja nichts. Er ist als ein Ichling sondergleichen. Was er erlebt hat, ist großartig. Also wenn er Ihnen jetzt erzählen würde, wie meine Fahrt heute von Österreich hierher war, würde das wahrscheinlich klingen wie eine Expedition ins Herzen Afrikas vor ein paar hundert Jahren oder ähnliches. Und was er urteilt, ist natürlich richtig. Und alles, was er macht, ist schlichtweg genial. Das zweite E ist die Eigensucht, nicht die Eigenliebe. Man übersetzt Narzissmus fälschlich immer mit Eigenliebe, das ist falsch, weil ein Narzisst ist wahrscheinlich gar nicht liebesfähig, weder gegenüber anderen noch gegen sich selbst. Es ist vielmehr die Süchtigkeit nach Bewunderung, nach Lob, wie bei einem Süchtigen, der halt Kokain oder Heroin will, braucht er immer mehr, mehr, mehr von Anerkennung, von Wertschätzung, von Bewunderung. Und die Sucht ist die Krankheit des Nicht-Aufhören-Könnens und die Krankheit des Nicht-Genug-Kriegens. Und das ist beim Narzissten nicht anders. Die Droge gibt ihm aber kein echtes Gefühl, keine echte Empathie, sondern etwas Vordergründiges, etwas Rauschhaftes, eine Scheinemotion sozusagen, wie das Drogen eben an sich haben. Das dritte E ist die Empfindlichkeit. Der Narzisst ist, und das wird immer unterschätzt und nicht beachtet, er hat eine Achillesferse und das ist die dünne Haut, die extreme Empfindlichkeit, die extreme Kränkbarkeit. Es gibt übrigens diesen Narzissmythos auch noch so erzählt, dass er da an gebrochenem Herzen stirbt. Warum? Weil eben in das Wasser, in das er hineinstarrt, gierig ein Blatt fällt und dann schlägt es Wellen und sein schönes Bild wird ein bisschen trübe und das kränkt ihn so, dass er an gebrochenem Herzen stirbt. Aber tatsächlich ist der Narzisst unglaublich empfindlich. Und das, Sie denken wiederum nicht an den amerikanischen Präsidenten, aber das ist letztlich etwas, das er sozusagen nie vergessen kann, wenn ihn jemand gekränkt hat, dass Kleinigkeiten ihn völlig aus der Bahn werfen, dass er Kritik nicht verträgt, dadurch auch natürlich in keiner Weise teamfähig ist, weil er eben die Meinung anderer als Majestätsbeleidigung betrachtet. Der Narzisst, das vierte E, ist der Empathiemangel. Der Professor Rösner wird jetzt zu Recht sagen, das ist so nicht ganz richtig. Natürlich hat ein Narzisst auch Empathie, das hat ja auch ein Sadist. Ein Sadist weiß ganz besonders gut, was dem anderen sehr, sehr weh tut und ihn schmerzt. Ich meine jetzt schon die echte Empathie, also die Sympathie, das Mitleid und alle diese Dinge, das hat der Narzisst nicht und dementsprechend ist er auch unter verbrecherischen Menschen höher vertreten, besonders unter Serienkillern, unter sadistischen Mördern und unter anderen Straftaten, wo es eben darauf ankommt, dass diese positive Empathie nicht vorhanden ist. Und schließlich nach der Egozentrik, der Eigensucht, der Empfindlichkeit und dem Empathiemangel das fünfte E, das ist die Entwertung. Der Narzisst ist nicht damit zufrieden, dass er sagt, wie toll er ist und wie großartig, sondern er muss die anderen Menschen auch immer niedermachen. Und das ist letztlich die Psychologie, die wir beim einäugigen König haben. Wann bleibt der King? Dann, wenn er lauter Blinde um sich hat. Dann bleibt er in seiner Durchschnittlichkeit oder vielleicht in seiner Behinderung trotzdem noch die erste Person am Platz. Und genau das ist letztlich das, was der Narzisst auch macht. Er muss andere Menschen ständig durch Zynismen, Sarkasmen und so weiter niedermachen, entwerten und das bringt ihn letztlich in vielen Fällen auch zu Fall, weil selbst die treuesten Gefolgsleute sich das natürlich auf Dauer nicht gefallen lassen. Und diejenigen unter Ihnen, die Partnerschaftsberatungen machen, bin ich überzeugt, die werden mir recht geben. Die häufigste Klage, die man heute bei Paaren, die in einer Krise sind oder sich trennen wollen, zu Gehör bekommt, ist jene, mein Partner ist so ein wahnsinniger Narzisst. Das ist also bei mir 90% der Partnerschaftsberatungen sozusagen der Fall. Machen Sie etwas, damit er eben nicht mehr so kränkend, nicht mehr so entwertend, nicht mehr so empfindlich und so weiter ist. Sodass man also sagen kann, diese Hauptelemente des Narzissmus, die haben letztlich durchaus auch positive Eigenschaften, das kann man ja gar nicht sagen, aber wenn sie zu dominant werden, dann wird es problematisch. Und was steckt dahinter? Psychoanalytisch betrachtet geht es immer um Liebesentzug oder um Angst vor Liebesmangel.
Das ist das Hauptproblem, die fehlende Positivresonanz, unter der die narzisstischen Menschen leiden, und diese überhöhte Kränkbarkeit. Ich muss an dieser Stelle vielleicht einfügen, Kränkung ist ein höchst interessantes Thema. Ich glaube, also das wäre natürlich eines eigenen Vortrags wert, weil es dafür auch keine medizinische Diagnose gibt und weil Kränkungen eine unglaubliche Macht entfalten können. Aber wenn es zu viel ist, wenn der Mensch extremst kränkbar ist, dann wird er natürlich ein Stück weit lebensuntüchtig und unverträglich für die Mitmenschen. Kürzlich ist einmal ein Ehepaar bei mir erschienen. Die Frau war seit 2 Wochen in einem Schweigestupor, also sie hat mit ihrem Mann nicht mehr geredet. Das ist immer sehr gefährlich. Er ist also ganz verrückt geworden. Das Schweigen ist auch einer der 4 apokalyptischen Reiter in den Partnerschaftsbeziehungen drinnen. Und er hat also nicht rausbekommen, warum sie nicht mehr redet. Und nach vielen, vielen Bemühungen hat sie es dann doch also zu Wort gebracht. Und zwar, sie hat einen Besuch und sie hat wunderbar aufgekocht. Und da hat der Gast gesagt, also das Steak, großartig. Aber er hat nichts gesagt, dass auch die Suppe und der Nachtisch und weiß ich was alles und die Beilagen auch ganz großartig waren. Das hat sie so gekränkt, und das ist natürlich dann pathologisch, wenn man wegen einer solchen Kleinigkeit sozusagen eine solche Reaktion an den Tag legt. Und Sie sehen es bei diesen großen narzisstischen Führern, wenn einer ihrer Minister letztlich ein Problem macht, anderer Meinung ist, durchaus konstruktiv, dann hat er seinen Job verloren. Nun, für den Narzissmus gibt es viele Erklärungen. Die meisten davon sind eben psychoanalytischer Natur. Es hat Sigmund Freud sehr viel zum Narzissmus gearbeitet. Er hat gemeint, es ist eine normale Entwicklungsstufe, dass man narzisstisch ist, aber es gehört eben zur Persönlichkeitsentwicklung dann dazu, dass man diese Phase überwindet und sich auch wieder den Mitmenschen zuwenden kann, also sozusagen soziale Kompetenz erreicht. Es hat beispielsweise Heinz Kohut sehr viel über den Narzissmus gearbeitet, einer der berühmten Freud-Schüler, der eben gemeint hat, dass der zentrale Grund des Narzissmus ist der Neid. Also der Neid ist letztlich das Böse, das hinter all diesen narzisstischen Verhaltensweisen steht, und man muss deswegen eben andere Menschen, weil man sie beneidet, destruktiv niedermachen. Von Kohut stammt im Übrigen auch dieser Ausdruck der narzisstischen Wut als eine Art Höhenrausch in destruktiver Form, den man bei vielen Serienkillern und so weiter angeblich finden kann. Und auch andere Autoren, Burson beispielsweise, ein amerikanischer Psychoanalytiker, der hat also ganz besonders den Aspekt des Bluffens, also der Narzisst, der macht etwas vor und er gewinnt Befriedigung dadurch, dass er andere Menschen hineinlegen kann und dass sie sich von ihm täuschen lassen, und daraus schöpft er das Gefühl der Macht, hat das also ganz besonders in den Mittelpunkt gerückt. Tatsache aber ist auf jeden Fall, dass der Narzissmus sowohl beim Einzelnen als auch gesellschaftlich vorkommt, beim Einzelnen in Form von Machtausübung, Mobbing, Verachtung, Sadismus, und gesellschaftlich haben wir es, Gruppennarzissmus, haben wir es heute doch sehr häufig zu tun mit Fanatismus, nicht nur auf dem Fußballplatz, mit Extremismus, mit Nationalismus, mit Populismus. Schon Erich Fromm hat gesagt, das sind letztlich die Formen des Gruppennarzissmus, die unsere Gesellschaft ein Stück weit prägen. Daneben gibt es selbstverständlich auch, wie in allem heute, hirnphysiologische Erklärungen, und hier besonders durch das Konzept der Spiegelneurone. Das ist jetzt zwar auch nicht mehr ganz aktuell, aber die Spiegelneuronen sind jene Zellen, jene Hirnzellen, die höchst entwickelt sind und dafür verantwortlich, dass ich fühle, wie du fühlst, also dass ich mich positiv in einen Menschen hineinfühlen kann. Und es gibt verschiedene Untersuchungen, dass die eben bei Narzissten durch und durch weniger häufig vorkommen oder überhaupt fehlen können. Das ist diese Theory of Mind, die ja lange Zeit wissenschaftliche Furore erzeugt hat. Nun, letztlich glaube ich, dass der Narzissmus auch in der Kriminalität sich widerspiegelt. Ich habe als zweiten Beruf eben jenen auch des Gerichtspsychiaters, und Kriminologie ist ja höchst interessant, weil Kriminaltaten sind ja Psychologie pur. Hier spiegelt sich alles auch in sehr verdichteter Form, was es so sonst an menschlichen Entwicklungen gibt: Neid, Eifersucht, Habgier, Gekränktheit und alle diese Dinge.
und auch im Zusammenhang mit dieser gesellschaftlichen Entwicklung zum Narzissmus hin, sehen wir eindeutig narzisstische Delikte im Vordergrund stehend. Ich erinnere an das Cybermobbing, eine etwas heute sehr verbreitete Form, die also durchaus auch schwere Opfer fordern kann, bis hin zu Suizidhandlungen der Gemobbten, aber die natürlich für einen Narzissten absolut ideal sind. Er muss sein wahres Gesicht nicht zeigen und kann seinen ganzen Sadismus sozusagen ungestraft hinauslassen und sich auch noch eine Identität geben, die viel großartiger ist als sein eigentliches Dasein. Ich erinnere daran, dass in unserer Gesellschaft Deutschland, Schweiz, also Mitteleuropa, dass wir hier in einer an sich kriminalitätsarmen, relativ kriminalitätsarmen Weltregion leben. Ich weiß schon, dass sie auch ihre Banden und so weiter haben, aber wir haben keine Moskauer Verhältnisse und wir haben keine mexikanischen Verhältnisse, wo also Bandenkriminalität sozusagen das Bild bestimmt, sondern das Verbrechen, das schwere Verbrechen spielt sich ab in den eigenen vier Wänden. Der Feind lauert unter dem eigenen Dach. Und das, was heute so besonders beunruhigend ist, ist der erweiterte Mord. Also ich sage jetzt nicht der erweiterte Selbstmord, sondern der erweiterte Mord, der quantensprungartig zugenommen hat. Also die klassische Ablaufform, dass es eben zum Zerwürfnis kommt, die Machtverhältnisse geraten durcheinander. Das ist immer für Narzissten etwas sehr Gefährliches, wenn sie ihre Macht verlieren. Es kommt zum berühmten Rosenkrieg und an dessen Ende steht ein Verlierer, meistens ist es der Mann, und der sagt dann, wenn ich schon die Kinder nicht habe, dann wird sie niemand haben, und wir lesen dann in der Zeitung Familientragödie, dann sind wir schon irgendwie beruhigt, weil das hat ja nichts mit uns zu tun, das ist deren Privatsache. Aber das nimmt, wie gesagt, im deutschsprachigen Raum quantensprungartig zu, und es steckt dahinter nichts anderes als eine ganz schwere narzisstische Gekränktheit, die man bei den Männern so nicht vermuten würde, bei den harten Männern, die aber letztlich viel verletzlicher wahrscheinlich sind oder mit Verletzungen, mit Kränkungen nicht so gut umgehen können, wie das jetzt pauschal betrachtet Frauen tun. Ich glaube, dass auch Amok und Terror narzisstische Delikte sind, in vielen Fällen zumindest, denken Sie zurück an Charlie Hebdo, wo es einfach darum gegangen ist, dass Islamisten gesagt haben, wir ertragen diese Kränkung nicht, dass man unseren Propheten karikiert, und dann ist es zu diesem furchtbaren Verbrechen gekommen. Und als letztes möchte ich erwähnen, ein Verbrechen, das mich nach wie vor sehr berührt, Und das Unerklärlichste überhaupt ist, das ist das sogenannte School-Shooting, auf Deutsch sagen wir Schulamoklauf, und das ist eine falsche Übersetzung, weil letztlich handelt es sich um ein Schulmassaker. Da gibt es weltweit ca. 250 Fälle. Frauen übrigens sind nur in 3 oder 4 am Rande beteiligt, also es ist ein männliches Delikt. Und das kann man ja nicht begreifen, dass ein 16-jähriger Junge in der Regel aus gutem Haus, beim größten Amoklauf dieser Art waren sogar beide Eltern unseres Berufes Psychotherapeuten, also aus gutem Haus die Waffe ihres Vaters holen, an die Schule fahren und dort 15, 16 Leute und meistens dann auch noch sich selbst umbringen. Und letztlich haben die vielen Untersuchungen, die man hier gemacht hat, ich war selbst an 3 beteiligt, herausgebracht, diese Täter, die, wie gesagt, kommen nicht aus den sozialen Schichten 5 und so weiter, nicht aus Suchtverhältnissen, sie konsumieren nicht mehr Gewaltvideos, als das Jugendliche heute halt ohnehin tun, sie haben keine höhere Rate an Suchtmittelmissbrauch oder an jugendlichen Psychosen, sie haben eines, sie sind gekränkt, das hat man nach außen hin nicht erkannt. Das heißt, hinter dieser Maske der Coolness, die heute ja sehr in ist, die Jugendlichen verwenden auch dieses Wort besonders gern, cool, cool, mega cool, also hinter dieser Maske der Coolness verbergen sich verletzliche, kränkbare Menschen, und darum fahren sie natürlich auch an die Schule. Warum? Weil die in diesem Lebensalter, ob sie will oder nicht, der Ort der meisten Kränkungen ist, weil man vielleicht ungerechte Noten bekommt, weil man der Schule verwiesen wird, weil man keine Freundin hat wie die anderen, weil man nicht auf die Geburtstagsparty eingeladen wird. In einem der 3 großen deutschen Amokläufe, wo der Amok, also Massaker muss ich sagen, wo
der Täter überlebt hat, ein 18-jähriger junger Mann, Armin Schmidtke, berichtet das, und der nach seinem Motiv gefragt worden ist, warum er dieses Massaker angerichtet hat. Wissen Sie, was er gesagt hat? Bleiben Sie jetzt ruhig sitzen, weil es kommt überhaupt nichts Sensationelles. Er hat gesagt, wir haben vor 7 Jahren eine Klassenfahrt nach Rom gehabt und da wollte keiner mit mir ins Doppelzimmer. Das haben Sie alle schon in irgendeiner Art und Weise mitgemacht. Aber in diesem jungen Mann hat es das Gefühl ausgelöst, aha, mich mag man nicht, das ist ungerecht, die Verletzung des Gerechtigkeitsgefühls ist in diesem Zusammenhang etwas besonders Dramatisches, glaube ich. Und die anderen schon, denen geht es gut, mir geht es schlecht, ich bin einsam, die anderen haben Geselligkeit. Und dann kommt man in einen Zermürbungsgrübelprozess hinein, den man nach außen nicht sieht, wie das für Kränkungen typisch ist, und die dann also letztlich sich in dieser unglaublichen Wucht entladen können. Und was ich also damit gesagt haben wollte, die Delikte insgesamt werden heute narzisstischer, die Delikte werden motivarmer, also aus immer geringeren Motiven kommt es zu immer schwereren Folgen. In Österreich hat es kürzlich einen Fall gegeben, als ein junger Mann in Liebeskummer geraten ist. Ich unterschätze Liebeskummer nicht. Das ist phänomenologisch eine schwere Depression mit hoher Suizidgefahr. Aber dass man dann gerade 5 Leute umlegt in Kitzbühel, das scheint mir doch eine etwas übertriebene Reaktion zu sein, weil man eben von seiner Geliebten verlassen worden ist. Das muss wahrscheinlich jeder Mensch halt irgendwann einmal auch durchstehen. Aber das ist ein Muster, das sich eben hinzieht, als ein typisch narzisstisches Muster. Immer kleinere Kleinigkeiten lösen sozusagen immer schwerere Reaktionen aus. Nun, meine Damen und Herren, es gibt dann verschiedene Typen von Narzissten. Das ist deswegen wichtig zu beachten, weil man den Narzissmus gar nicht so leicht erkennt. Also der grandiose Narzisst natürlich, der in den Raum kommt und der nimmt sofort die Aufmerksamkeit aller gefangen und füllt den ganzen Raum aus, der ist leicht zu diagnostizieren. Schon schwieriger ist es beim beleidigten Narzissten. Es gibt Menschen, die sind chronisch gekränkt. Man weiß nicht warum, sie lösen in einem immer so das Gefühl, irgendwas habe ich dem getan, ich werde schon schuldig sein, Schuldgefühl ist nicht angenehm zu ertragen. Also diese Zeitgenossen sind, denke ich mir, nicht die Allerfeinsten sozusagen für die Mitmenschen. Es gibt die Demütigen, die angepassten Narzissten, die Fanatischen. Wenn die nur auf dem Fußballplatz sozusagen das ausleben, dann hat es ja durchaus eine psychohygienische Funktion. Schwierig wird es dann, wenn sie in Hooligan-Kreise hineingeraten, oder wenn politische Ideen fanatisch werden, wo man narzisstisch dann sagt, es darf niemand anders denken als ich, das ist eine zu große Kränkung. Es gibt die parasitären Narzissten, die amorösen, das sind diejenigen, wenn man die fragt, wo geht es hier zum Museum, dann sagen sie, der wollte mit mir ins Bett gehen und so weiter. Und es gibt daneben besonders gefährlich den malignen Narzissten, den man nach Otto Kernberg, war übrigens der weltweit bedeutendste Psychiater, 92-jährig, letzte Woche ein großes Spiegel-Interview, und Kernberg, der hat eben das erforscht und hat gesagt, dieser bösartige Narzissmus kommt bei über 98% der Serienkillers vor und bei praktisch allen politischen Despoten. Das heißt also, die sind nicht psychisch krank. Wir sagen ja so gern, Hitler war verrückt und Stalin war ein, weiß ich was, ein Wahnkranker oder ähnliches. Das ist leider nicht so, oder ich weiß nicht, soll ich sagen, leider oder Gott sei Dank. Aber sie sind alle maligne Narzissten. Was heißt das? Das sind Menschen, die einmal einen Narzissmus haben und den sie nur auf Kosten anderer ausleben können. Also nicht wie uns Rainer, dass man sagt, ich habe eine schöne Uhr und ein tolles Auto und so, sondern sie müssen andere Menschen entwerten, niedermachen, mit Sarkasmen, mit Zynismen und so weiter bedenken. Dann haben sie kombiniert dazu antisoziales Verhalten, also sie halten sich nicht an Recht und Ordnung, sie schaffen sich ihre Gesetze selbst. Wiederum denken sie nicht an Donald Trump. Sie haben ein hohes Maß an ich-synthoner Aggression
oder Sadismus und sie haben, und das macht sie so schwer greifbar, eine ausgeprägte paranoide Haltung. Sie vermuten hinter allem und jedem einen Feind, gehen dadurch bei ihren Straftaten mit hoher Logistik vor, mit extremer Vorsicht, indem sie also beispielsweise nur Prostituierte als Opfer nehmen, weil die nicht sofort vermisst werden und Ähnliches. Und sie vermuten überall einen Gegenspieler. Denken Sie an Nero, der seine ganze Familie ausgerottet hat, seine Schwester, seine Mutter, weil er gemeint hat, die wollen ihm sozusagen das Regierungsamt streitbar machen. Oder denken Sie an Josef Stalin, der seine Freunde, Klammer Feinde, verfolgt hat bis nach Mexiko, denken Sie an Trotzki beispielsweise. Also das sind die Formen des Narzissmus, die vorkommen und natürlich gelte es, und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema kurz vor Schluss, gelte es zu verhindern, dass die Menschen sozusagen in diese negative Form des Narzissmus hineingeraten. Nun, wie soll man mit Narzissten überhaupt umgehen? Also ich denke mir, es ist einmal wichtig, dass man es erkennt. Es ist wichtig, dass man sich der Faszination bewusst ist, die von ihnen ausgeht und sich der Aura des Narzissten, sprich dem Duft der Narzisse sozusagen entzieht, dem psychischen Duft, dass man seine eigenen Grenzen herstellt, dass man hinter die Fassaden blickt. Das ist sehr hilfreich, wenn man hinter dem brüllenden Chef ein schreiendes Kind beispielsweise sieht. Es ist wichtig, dass man dem Narzissten begegnet mit seinem eigenen Werkzeug, das ist der Spiegel. Wenn er also von seinen Großartigkeiten erzählt, aha, hat der Bild am Sonntag schon darüber berichtet oder hat der Spiegel dem schon eine Story gewidmet oder Ähnliches, dann erkennt er doch manchmal die Lächerlichkeit seines Aufführens. Und Sie müssen dem Narzissten begegnen mit Lob. Da werden Sie jetzt sagen, das ist eines Suchttherapeuten unwürdig, dass er sagt, man soll dem Narzissten mit seiner Droge begegnen. Aber ich will Ihnen etwas sagen. Wenn Sie einen Heroinisten haben, der jeden Tag, sagen wir, 5 Gramm Heroin spritzt, und wenn ich zu dem sage, jetzt machen wir den Entzug, wir setzen sie sofort auf Null, dann wird er erstens nie in Therapie kommen und zweitens die gar nicht überstehen. Wenn Sie mir aber sagen können, wir dosieren das jetzt vorsichtig unter kontrollierten Bedingungen, sprich unter authentischem Lob herunter, dann haben Sie überhaupt eine Chance, an ihn heranzukommen. Also Sie müssen echtes, normales Lob sozusagen beim Narzissten einsetzen. Richtig zu loben ist im Übrigen gar nicht einfach, auch in der Erziehung nicht. Das Lob kann ja durchaus auch erpresserisch, inflationär und so weiter sein. Es geht um authentisches Lob. Wenn jemand eine narzisstische Persönlichkeit durch und durch ist, und das sage ich jetzt als Psychotherapeut, dann fürchte ich, ist es sehr schwierig, dass er sich ändern wird. Wir müssen beim Narzissmus immer unterscheiden, ist es eine vorübergehende Erscheinung oder ist es eine, die letztlich unverrennbar als Teil der Persönlichkeit vorhanden ist. Vorübergehend haben wir vielleicht noch heute Abend, wenn wir 2 Bier trinken, dann bekommen wir plötzlich einen hohen Selbstwert und schätzen uns außerordentlich hoch und können plötzlich sehr gut sprechen. Wenn jemand Macht bekommt in der Politik, dann ist bis zum Absturz in der Regel auch ein narzisstisches Verhalten damit, oder in vielen Fällen, ich sage jetzt nichts gegen die deutsche Bundeskanzlerin, aber in vielen Fällen ein narzisstisches Verhalten, also bei ihr gerade nicht, wollte ich gesagt haben, aber sonst sehr oft ein narzisstisches Verhalten verbunden. Und letztlich, wenn jemand aber sich in seinem Narzissmus nicht ändert, dann glaube ich, da muss man tatsächlich schauen, wie kann man damit leben. Das ist nicht einfach. Wenn es geht, sollte man die Flucht ergreifen, einen großen Bogen machen und niemals wiederkehren. Nun, man wird in diesem Zusammenhang oft gefragt, was können wir tun, dass bei all diesen gesellschaftlichen und psychoanalytischen beschriebenen Einflüssen unsere Kinder nicht zu Narzissten werden. Und das ist zweifelsohne etwas sehr Schwieriges, weil in unserer Gesellschaft eben ein großer Leistungs- und Erfolgsdruck herrscht. Um dem bestehen zu können, muss ich natürlich ein Stück weit narzisstisch sein, weil es diesen Zwang der Selbstoptimierung gibt. Und was ist Selbstoptimierung übersetzt anderes, als sich ein narzisstisches Gehabe zuzulegen? Und über die Individualisierung, um das dritte Schlagwort zu nehmen, das auf unseren Kindern lastet, das denke ich mir, ist ebenfalls etwas, was letztlich Narzissmus in der Reinkultur ist. Diese Frage des Einflusses, der Erziehung
auf etwaiges narzisstisches Verhalten kommt ja auch in vielen Märchen vor. Ich nenne hier nur Frau Holle. Sie kennen diese Geschichte, wo es dann um die Goldmarie und um die Pechmarie geht. Also die, die narzisstisch sich gebärdet, die bekommt das Pech in reichem Maß. Und diejenigen, die sich antinarzisstisch aufführt, letztlich wird reichlich mit Gold beschenkt. Also da ist schon diese Wahrheit enthalten. Und besonders, denke ich mir, die dynamischen Abläufe in der Erziehung können Sie jetzt im Buch von Mary Trump, von der einzigen Nichte von Donald Trump, lesen. Genug ist nie genug, wo sie also sehr gut beschreibt, wie letztlich das also so ablaufen kann in einer solchen Familie drinnen. Und diese Mary Trump, Dr. Phil, hat einen großen Vorteil, sie ist auch klinische Psychologin. Sie hat das erstens selbst erlebt in dieser Familie und zweitens hat sie auch die fachliche Kompetenz. Und sie hat zwar auch eine private Rechnung offen wegen einem Erbschaftsstreit mit Donald, mit ihrem Onkel Donald, aber trotzdem denke ich mir, ist dort sehr vieles enthalten, wo man dann letztlich mit dem amerikanischen Präsidenten gerade ein bisschen Mitleid bekommt. Nämlich einen sehr herrischen Vater. Das ist ein Risikofaktor, der zu ihm gesagt hat, werde zum Killer. Du musst den Tötungsinstinkt entwickeln und solche Dinge ihm vorgegeben hat. Der kleine Donald konnte das nicht erfüllen, weil er eine Legasthenie gehabt hat. Das sieht man ja jetzt, dass er nicht so ein großartiger Geschäftsmann ist, wie er das nach außen hin vorgeht. Also der Vater hat ihm vorgelebt, wie man narzisstisch agiert, wie man Menschen manipuliert, wie man Menschen erpresst und letztlich hat er wahrscheinlich von dem viel übernommen. Der zweite Risikofaktor, den man in diesem Buch sehr schön beschrieben bekommt, ist die kranke Mutter von Donald Trump, die eben offensichtlich dann halt auch psychische Probleme bekommen hat, jedenfalls nicht anwesend war und wie der kleine Donald letztlich immer Hunger nach Liebe, nach Zuwendung, nach Anerkennung vermissen musste und sie möglicherweise später geholt hat und dabei, so fürchte ich, auch ein Stück weit überfordert war. Nun, es gibt dann eine große holländische Studie von Brommelmann und seinen Mitarbeitern, wo man über 500 Kinder befragt hat nach narzisstischen Parametern. Wenn du nicht in der Klasse bist, ist die ganze Geschichte langweilig und so weiter. Und auch die Eltern, wenn ihr Sohn, ihre Tochter nicht in der Klasse ist, ist es dort doch viel langweiliger und ähnliche Fragen gestellt hat. Und man hat also dann tatsächlich herausbekommen, dass Kinder die Einschätzung der Eltern übernehmen. Und wenn sie dann sozusagen zu viel des Lobes bekommen, der dritte Risikofaktor, dann glauben die Kinder selbst, dass sie so großartig sind. Es sind also darauf gebrieft und werden dann natürlich im Erwachsenenleben das weiter vorziehen. Umgekehrt, wenn sie überhaupt kein Lob, die berühmten drei großen Z bekommen, Zuwendung, Zärtlichkeit, Zeit, dann werden sie wahrscheinlich das ein Leben lang vermissen und auch danach gieren. Und das Ergebnis ist dasselbe. Man führt sich narzisstisch auf, man hat narzisstische Bedürfnisse, die wie gesagt in der heutigen Gesellschaft vielleicht sogar besser erfüllt werden als in früheren. Wenn Kinder also zu viel Lob bekommen, glauben sie es selbst und erwarten es von anderen. Das ist eigentlich im Prinzip eine Theorie des sozialen Lernens. Die Gefahr der Überbewertung in der Erziehung hat vor allem damit zu tun, dass Lob mit Liebe verwechselt wird. Also dass letztlich etwas Kognitives mit etwas Emotionalem verwechselt wird. Ich muss jetzt aber schon dazu sagen, richtig loben ist ja nicht einfach und das ist tatsächlich schwierig, dass wir damit auch gut umgehen. Mir scheint, dass im Erwachsenenalter das Lob zu wenig eingesetzt wird, bei den Kindern vielleicht zu viel, auch aus schlechtem Gewissen heraus und Ähnlichem. Aber wenn ich jetzt kurz vor Schluss noch ein Massenexperiment machen würde und die anwesenden Herren fragen, wann haben Sie Ihre Frau zum letzten Mal gelobt? Wäre Schweigen im Saal, so wie jetzt, weil da müssen sie nachrechnen ziemlich lang. Und dann kommen so Worte wie, ich habe eh alles gegessen, was auf den Tisch gekommen ist, ich habe eh nicht geschimpft und Ähnliches. Also mit Lob richtig umzugehen, ist relativ schwierig. Lob muss authentisch sein, Lob muss individuell sein, Lob darf keine Massenware sein, Lob muss originell sein und Lob muss richtig dosiert sein. Das, glaube ich, ist die große Kunst in der Erziehung gegen Narzissmus, diese Gratwanderung. Also Sie wissen, Felix von Kubi hat ja dieses Wort geprägt, fordern statt verwöhnen. Ich glaube, es müsste richtig heißen, fordern und verwöhnen.
und dann besonders auch darauf achten, habe ich eine Feedback-Kompetenz in der Erziehung, also dass das richtige Lob gebe, beziehungsweise Tadel vielleicht in der Form von Schweigen bevorzuge. Die Gefahr ist also, dass Lob mit Liebe verwechselt wird. Und das Ganze hängt natürlich auch recht stark zusammen, ob die Eltern ihrerseits Narzissten sind. Wenn das der Fall ist, was ja doch in 5% ungefähr der Partnerschaften vorkommen soll, dass beide Eltern also narzisstisch sind, dann ist zunächst einmal die Gefahr der narzisstischen Bindung gegeben. Das heißt, die Eltern instrumentalisieren und prägen die Kinder, dass sie all das so tun, wie sie das von ihnen erwarten und ähnliches. Und daraus resultieren natürlich dann Anpassungsprobleme, Schuldgefühle, Schamgefühle, psychosomatische Leiden, Entwicklungsstörungen bis hingehen zu kindlichen Depressionen. Das zweite Problem ist, dass narzisstische Eltern ihre Kinder häufig betrachten als Teil von sich selbst. Also denken Sie jetzt an den Großvater Trump und an seinen Sohn Donald, wo er offensichtlich wollte, dass der so wird wie er selbst, aber er hat es, wie gesagt, aufgrund dieses leichten Handicaps nicht so ganz geschafft. Also es geht immer um eine pathologische Anpassung bei den Kindern, es geht um den Kampf um Liebe und um die Gefahr des Nachahmens, dass sie selbst zu Narzissten werden. Wir können unsere Kinder ja erziehen, wie wir wollen. Sie werden uns trotzdem nachahmen. Nun, die Zeichen kindlichen Narzissmus können Sie durchaus auch nachvollziehen anhand dieser 5 großen E, dass die Kinder also auffallend häufig das Wort Ich, Ich, Ich verwenden, dass sie ihre Leistungen immer in den Vordergrund stellen, dass sie aber auch sehr empfindlich sind gegen jede Form von Kritik, also darauf nicht resistent, sondern mit hoher Aggressivität reagieren und natürlich auch, dass es zu pathologischen Reaktionen kommen kann, die ich vorher genannt habe. Die richtige Vorbeugung wäre also das richtige Maß an Zuwendung, Zärtlichkeit und Zeit, die richtige Mischung sozusagen von Liebe und authentischem Lob, echtes Lob. Es ist, denke ich, mir auch wichtig, wenn man die Studien betrachtet, dass die Erziehung nicht zu ängstlich wird, weil dadurch fördert man die Empfindlichkeit der Kinder als eines dieser wichtigen Elemente. Es geht um konstruktive Kritik, also nicht um destruktive, um konstruktive. Es geht, glaube ich, auch darum, dass wir klare Regeln und Strukturen aufstellen. Die sind für den Narzissten wichtig. Er muss ja erkennen, hier endet mein Ich und dort beginnt die Ich-Grenze des anderen Menschen. Und das geht nun einmal nur durch klare Regeln und Strukturen, die man jetzt nicht sadistisch und zwanghaft sozusagen ausführen muss, aber die ein wichtiges Fundament sozusagen gründen können. Und ich meine, das Allerwichtigste ist, dass man mit den Kindern im Gespräch bleibt. Das ist in der Pubertät oft nicht einfach, wenn sie jede Frage schon als Zumutung betrachten und ähnliches und man sich dann als Elternteil fragt, habe ich das notwendig und ähnliches und dann selbst ins Schweigen verfällt, ist das sehr schwierig. Also wenn man, denke ich, mir im Gespräch bleibt und auch über Gefühle reden kann, dann tut man das, was man gegen Narzissmus, sofern er nicht genetisch angelegt ist, überhaupt tun kann. So dass ich zum Schluss komme und den Schluss auch mit einer Geschichte machen möchte. Sie wissen, wir Psychiater sind ja im Prinzip Geschichtenerzähler. Die Psychiatrie hat ja über viele Jahrhunderte hinweg keine andere Methode gehabt, als sich die Geschichte des Patienten, seine Krankengeschichte erzählen zu lassen. Und dann musste der Psychiater eben eine Geschichte erfinden oder dazugeben, wo auch die Lösung dieses Konfliktes enthalten war. Wenn das nicht gelungen war, hat es in Tausend und einer Nacht manchmal dann auch den Kopf des Psychiaters gekostet. Also wenn er sozusagen nicht erfolgreich war mit seiner Behandlung, dann war das durchaus damals noch lebensgefährlich. Heute ist es ja nicht mehr ganz so. Und ich habe Ihnen schon gesagt, es gibt vom Narzissmythos mehrere Formen, mehrere Variationen. Und eine davon, das heißt, ich erzähle Ihnen jetzt gerade noch zwei, eine davon stammt von Oscar Wilde. Sie wissen, Oscar Wilde hat nicht nur den besten Narzissenroman geschrieben, das Bildnis des Dorian Gray, sondern er hat auch den Narzissmus zelebriert. Ob er einer war, das lasse ich dahingestellt, aber er hat ihn zelebriert.
Und er hat auch diesen Narzissmythos erzählt, also die Geschichte geht genau gleich, wie ich sie vorher schon kundgetan habe. Der Schluss ist etwas anders. Also der Narzisst kommt wie auch immer ums Leben. Er wird aufgebahrt am Rand des Teiches, die Nymphen kommen aus dem Wald und weinen zutiefst und sehen, dass dieser schöne Teich plötzlich zu Salzwasser geworden ist, also zu Tränenflüssigkeit. Und sie sagen, ja Teich, wir können es verstehen, dass du den Narzissten so vermissest, weil er hat dich ja so sehr geliebt. Und da sagt der Teich, nein, ich bin nicht deswegen traurig, das hat einen ganz anderen Grund. Im Narziss und seinem Auge konnte ich dauernd meine eigene Schönheit wiedergespiegelt sehen. Also Sie sehen hier so diese Umkehr, dass die ganze Gesellschaft narzisstisch ist und nicht nur der Symptomträger. Und die letzte Geschichte, also der Narkissos kommt zu Tode, die Nymphen kommen aus dem Wald und weinen und es weinen auch die Göttinnen im Himmel, natürlich vor allem die Liebesgöttin und die Göttin der Schönheit und sie beraten untereinander, wie dieser herrliche Leib aufgeschichtet wird und verbrannt werden soll und sagen, nein, das können wir nicht zulassen, das bringen wir nicht übers Herz, wir müssen etwas anderes machen. Und sie vollziehen dann diesen Wandel weg vom äußerlich schönen, fassadenhaften, aber toten hin zum emotionalen und machen Hokuspokus. Und der herrliche Leichnam des Narkissos verwandelt sich in etwas, was für Emotionalität, für Empathie steht. Und das ist die Narzisse. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite fürs Kommen, für den wahnsinnig komprimierten, spannenden, mitreißenden Vortrag. Ich habe so viele Fragen im Kopf, dass ich glaube, Sie können nach Hause gehen, das wird ein bisschen länger dauern. Nee, Spaß beiseite, es stehen zwei Saalmikrofone da, ich werde ungefähr 4, 5 Fragen stellen und dann darf natürlich auch aus dem Publikum gefragt werden. Die Mikrofone bitte nicht berühren, sondern sich nur hinstellen und reinsprechen. Ja, womit fange ich an? Ich fange vorne an. Es ging um die Frage nach Sünde, nach Religion und natürlich auch ein bisschen für einen Kinder- und Jugendpsychiater nach Normen und Werten, die früher natürlich ganz stark auch von der Kirche vorgegeben waren. Würden Sie sagen, dass aus der Idee, dass zu viel Egozentrik, zu viel Selbstsucht oder Liebe schädlich sind, das Gute, was vielleicht Religion auch hatte, irgendwie verloren gegangen ist? Ja, ich muss vielleicht zunächst noch etwas sagen, weil Sie gerade bei Religion angelangt sind. Man hat von religiöser Seite auch relativ viel konzeptuell am Narzissmus gearbeitet. Und mir springt dabei immer wieder diese sogenannte goldene Regel ins Auge, die ja besagt, also die gibt es auch in allen Religionen, also das ist jetzt nicht ein Privileg der christlichen und jüdischen, aber diese goldene Regel, die besagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das wird ja immer so ausgelegt, also du sollst deinen Nächsten lieben, aber es heißt bitte wie dich selbst. Und da spricht man doch genau das an, worum es beim Narzissmus geht, man soll auch sich selbst lieben, aber halt ungefähr im selben Maß, also das glaube ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das Zweite, was ich in diesem Zusammenhang vielleicht auch noch im Vornherein anbringen möchte, ist Folgendes. Für mich die allerschönste Definition, die es vom Narzissmus kommt, kommt auch von einem theologischen Philosophen, von Karl Rahner, und der ganz einfach gesagt hat, ein Narzisst ist ein Ofen, der sich selbst wärmt. Kennen Sie eine schönere Definition, wo alles enthalten ist? Ein Ofen, der nur sich selbst wärmt. Da ist eigentlich alles gesagt, was es zum Narzissten zu sagen gibt. Generell glaube ich schon, dass, um jetzt zu Ihrer Frage zu kommen, dass das also tatsächlich so ist, dass durch zu viel Reglementierungen, durch zu viel Festhaltungen an Gesetzen und auch
dass man das Augenmerk in Religionen oft, meine ich, auf Nebensächlichkeiten legt, also auf Dinge, die jetzt wirklich nicht so wichtig sind, weiß ich was, wie Sexualität und so weiter, dass man dadurch das eigentlich Zentrale, das ist nach wie vor in allen Religionen das Liebesgebot, auch im Islam ist das so, auch im Hinduismus ist das so, dass man das viel zu wenig verwendet. Und wenn man das richtig machen würde, meine ich, dass man sich darauf konzentriert, hätte man auch das probateste Mittel gegen den überbordenden Narzissmus. Die zweite Frage bezieht sich um einen Begriff, den es sowohl in der Pädagogik als auch in der Psychotherapie gibt, die Authentizität. Und gerade bei Kindern und Jugendlichen ist es ja fundamental, ob die einem was glauben oder nicht. Trotz Fassade, doch trotz Coolsein ist es ja wichtig, dass ein gewisser Zugang besteht. Und je authentischer man ist, umso besser bekommt man den hin. Ich frage mich ganz oft bei der Bewerberauswahl, bei Weiterbildungsveranstaltungen, was auch immer, vielleicht auch in vielen privaten Situationen, warum geht dieser Gleichklang zwischen Sender und Empfänger immer mehr zurück? Wir haben ja die Reihe auch mit IQ und Digitalisierung. Man hat schon so ein bisschen das Gefühl, das könnte was damit zu tun haben. Es wird künstlicher, es ist nicht mehr so viel eigenes Erleben in unterschiedlichen Farbpaletten da, weil man oft auch aus der Situation rausgeht. Aber haben Sie eine Idee, wo dieser Verlust von Authentizität vielleicht auch noch aufhaltbar wäre? Ja, also zunächst glaube ich, dass der Narzisst tatsächlich das genaue Gegenstück des authentischen Menschen ist, weil er eben nicht authentisch ist, zu 100%, nämlich eine tolle Fassade und dahinter ein Mensch voller Minderwertigkeitsgefühle und Selbstwertzweifel, das bei jedem Narzissten natürlich so der Fall ist. Und ich denke, es gäbe noch ein Charakterbild, das eigentlich dem des authentischen, wie soll ich sagen, des authentischen, positiven Narzissen entsprechen würde, und das ist das des Charismatikers. Also der Charismatiker ist natürlich auch narzisstisch, er hat auch einen sehr hohen Selbstwert, er ist auch, kann auch Menschen manipulieren, er kann auch andere begeistern, für sich gewinnen, aber er ist kritikfähig, das heißt, er lässt sich kritisieren, er ist nicht so empfindlich, er hält es durchaus aus und er lebt seinen Selbstwert nicht auf Kosten der anderen, sondern er ist sich selbst sozusagen genug, er ist also in diesem Punkt authentisch. Wenn man das anhand der Geschichte des Narzissmus beobachtet, dann hat doch Christopher Lasch, ein amerikanischer Psychosoziologe, schon 1979 das Zeitalter des Narzissmus ausgerufen. Aber wenn man dessen Beschreibungen analysiert, dann geht es eigentlich um was ganz anderes. Dann geht es um einen Menschen, der sozusagen durch die Depression auf sich selbst zurückgeworfen ist. Also er ist innerlich leer, er fühlt sich vereinsamt, er ist sozusagen narzisstisch alleingelassen und ähnliches und hat nichts mit dem Narzissmus zu tun, den wir nach der digitalen Wende eingeleitet haben. Und ich glaube, das Problem ist halt eben, dass wir bei all dieser Wunderbarhaftigkeit, die modernen Kommunikationsmedien haben, aber es geht da ein Stück weit die Empathie verloren. Und das ist für mich der entscheidende, das ist die Antwort, die ich auf Ihre Frage geben möchte. Und zwar, das hat letztlich zur Folge, dass auch das gesellschaftliche Ideal eben digitalisiert wird. Und dass wir versuchen, alles an den Computer zu delegieren, das Wissen sowieso, das Arbeiten sowieso, auch die Intelligenz zunehmend, aber mit der Empathie wird das nie ganz gelingen. Da können wir so viele Smiley-Variationen entwerfen, wie wir wollen. Sie werden niemals das glückliche Gesicht einer Mutter, niemals die strahlenden Augen eines Abiturienten, niemals die Trauer eines Hinterbliebenen sozusagen ersetzen können. Das geht nicht. Aber wenn wir dieses Ideal haben der Digitalisierung, auch der Emotionalität, cool, cooler, Fassade der Coolness, dann glaube ich, hat das also in erster Linie damit zu tun. Und da möchte ich nur antworten mit einer Feststellung eines diesbezüglich überhaupt nicht verdächtigen Menschen, nämlich Stephen Hawking. Der ist vor 2,5 Jahren verstorben. Astrophysiker, kosmopolitester Mann im Rollstuhl. Und wahrscheinlich der gescheiteste Mensch unserer Zeit und unserer Generationen gewesen, ein kalter Physiker, wenn man will, Atheist.
Aber er hat am Schluss seines Lebens, das können Sie im Internet nachhorchen, hat er immer wieder gesagt, das Überleben der Menschheit wird nicht nur davon abhängen, seine Lieblingstheorie, ob sie den Weltraum besiedeln können, sondern ob sie die Empathie retten kann. Weil alles andere können Maschinen, humanoide Roboter, Computer besser. Aber empathisch sein werden sie niemals sein können. Und das, denke ich mir, ist eben die große Gefahr in der Erziehung, dass wir die Empathie nicht mehr so vermitteln können durch falsches oder fehlendes Lob und durch fehlende Zeit natürlich, und dass wir auch im gesellschaftlichen Ideal die Empathie zu kurz kommen lassen. Meine letzte Frage, obwohl ich noch viele stellen würde, aber kann ich vielleicht später noch. Sie hatten ja auch von dem Amokläufer erzählt, dass der gekränkt ist und es kriegen alle nicht mit, oder vor allem die Erwachsenen kriegen es nicht mit. Ich glaube, so eine Klassengemeinschaft hat dann ein feines Gespür dafür, dass sich da was falsch entwickelt. Das ist ja eine Spitze eines Eisbergs. Die Handlung ist ganz grausam, es geht ein Aufschrei durch die Gesellschaft und trotzdem ändert sich ja auch an der Spitze nichts. Ich erlebe das oft in unseren Stationen, wo man ja sagen kann, es ist jetzt auch schon eine Negativauswahl, dass man das Gefühl hat, was ich vorhin mit nicht geliebt werden meint, und schnell kränkbar sein. Da frage ich mich immer auch da, was kann der Einzelne dagegen tun, dass das, wie Sie es ja auch geschildert haben, offensichtlich zunimmt. Also dass Eltern nicht in Gespräche kommen, dass Lehrer nicht ins Gespräch kommen, aber dass wir auch als ganze Gesellschaft nicht genug lieben können und nicht genug ins Gespräch kommen, bis hin dann eben zu schlimmen Massakern, die die Spitze des Eisbergs sind. Ja, das ist, da haben Sie eigentlich eh alles gesagt, was ich auch antworten wollte. Ich glaube auch, dass es so ist. Also ich habe, man darf jetzt ja drüber reden, weil es ja längst aktenkundig und längst alles veröffentlicht ist und die Verhandlungen hinter sich sind, aber bei diesem Amoklauf in Winnenden, 16 Tote einschließlich des Betroffenen, und da war, der ist im Gegensatz zur medialen Darstellung meines Erachtens aus einer sehr guten Familie gekommen. Also das war nicht so, wie das in den Medien geschrieben wird. Die waren sehr fürsorglich, die haben viel mit ihm unternommen, auch versucht, letztlich also ja mit ihm alles Mögliche zu tun, auch sehr viel Lob eingesetzt und Ähnliches. Ich habe die Familie öfters gesprochen. Und letztlich haben dann auch die Lehrer und so weiter, haben alle gesagt, na, der war völlig normal, der war überhaupt nicht auffällig, ein bisschen groß vielleicht, dadurch ein bisschen linkischer, hat keine Freundin gehabt allerdings. Aber alle haben eines gesagt, er war der beste Pokerer unserer Schule. Das ist haften geblieben. Also sozusagen das Pokerface, das Coolness vermittelt, Abgebrühtheit, Emotionslosigkeit, das war das Dominierende. Und dahinter hat sich offensichtlich ein Mensch verborgen, der halt eben mit Kränkungen, die wir gar nicht mehr wissen, wo die eigentlich gelegen sind, nicht wirklich fertig geworden sind. Und ich meine, wir müssen einfach in unserer Gesellschaft ein gewisses Kränkungsbewusstsein entwickeln. Und zwar also nicht in dem Sinn, dass jetzt alle ganz mimosenhaft von dannen gehen und sagen, jetzt bin ich wahnsinnig gekränkt und Ähnliches, sondern dass wir wissen, dass wir mit so etwas Unscheinbarem wie mit einer Kränkung wahnsinnig viel anrichten können, wenn diese Kränkung nicht angesprochen wird. Das ist der entscheidende Grund. Ich vergleiche das immer als Mediziner. Es gibt Eiterprozesse, von denen sieht man überhaupt nichts nach außen hin, die aber innerlich sich fortwühlen, bis sie dann zu einer Blutvergiftung, zu einer Katastrophe führen. Oder mir gefällt dieses Bild sehr gut, dass es aus der Chaosforschung gibt. Ich muss jetzt eine Klammer dazu sagen, ich habe einen mathematischen IQ von mittlerem Schwachsinn, also ich kann diese Rechnungen selbst nicht nachrechnen, aber ich glaube es den Chaosforschern. Und die sagen auf jeden Fall, unter bestimmten Umständen kann der Flügelschlag eines Falters in Amazonien ein paar Wochen später einen Wirbelsturm in Texas auslösen. Und das ist genau Kränkung. Das ist etwas, was millionenfach vorkommt, was alltäglich ist. Jeder von euch ist gekränkt. Und jeder von euch wird kränken. Manchmal geschieht das unbewusst. Ich war vor ein paar Wochen einmal in der Steiermark unten und dann ist nachher ein ganz erregter Mann auf mich zugekommen und hat gesagt, wissen Sie, was mich am meisten kränkt? Nein, Ihr depperter alemannischer Akzent. Das war mir bis dahin nicht so bewusst. Also ich meine, man kränkt manchmal auch
Aber man kann nicht nicht kränken und kann nicht nicht gekränkt sein. Und ich denke, dieses Kränkungsbewusstsein, diese Sensibilisierung, wo habe ich meine Kränkungen, wo sind die Kränkungsgrenzen des Menschen, des anderen, meines Mitmenschen, das wäre nicht nur Empathietraining pur, sondern das wäre auch ein ganz wirksames Mittel gegen diese erhöhte narzisstische Kränkbarkeit, die wir in der heutigen Gesellschaft auch haben. Muss ich doch noch was ergänzen? Ich habe vor ein paar Wochen einen Film gesehen, da war die Frage, warum denn eine Ehefrau sich immer so gekränkt fühlt. Und die Antwort war, weil sie dann nicht selbst an ihrer Lebenssituation schuld ist, sondern immer sagen kann, der Mann ist der Böse. Gibt sich ja auch umgekehrt. Und die Frage ist, wenn Sie sagen, wir müssten mehr auf solche Kränkungen achten, wie kriegt man das hin, wenn man es nicht mal in der innersten Partnerschaft hinbekommt, zu sagen, das sind Kränkungen, die eigentlich gar nicht so gemeint sind, die nicht notwendig sind. Und es ist eher eine sachliche Diskussion oder ein sachlicher Hinweis als eine Kränkung damit gemeint. Also mir ist, also ein Kränkungsthema muss ich jetzt noch dazu sagen, es gibt keine medizinische Diagnose, es gibt keine psychologische Diagnose, es gibt keine wissenschaftliche Definition für Kränkungen. Das spielt also bei uns in der Wissenschaft keine Rolle. Im Alltagsleben, denke ich mir, spielt es eine maximale Rolle. Ich habe 11 Semester Medizin studiert, bin also für Krankheiten ausgebildet worden. Das Wort Kränkung habe ich nie gehört. Nachher habe ich, wie Sie, auch die Ausbildung zum Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie gemacht. Da war ich dann auch manchmal gekränkt, wenn die Kollegen bessere Papers eingereicht haben und mehr Impact-Faktoren bekommen oder einen größeren Karriereschritt gemacht. Aber als Inhalt habe ich es nicht gehört. Und später ist mir dann aufgefallen, dass Kränkungen eine wahnsinnig große Rolle spielen. Schon die heilige Hildegard von Bingen, das ist die mit dem Dinkel, wie Sie ja wissen, die Frauen, die hat schon gesagt, was kränkt, macht krank und was beleidigt, erzeugt Leid. Und bei den großen Verbrechern, die großen Einzelverbrecher, waren alles gekränkte Genies, alles gekränkte Genies. Und letztlich können sie mit Kränkungen auch die Weltkriege erklären. Sie können den Ersten Weltkrieg, für den hat es keinen der üblichen Kriegsgründe gegeben. Es war schon eine aggressive Stimmung in der Luft. Aber der entscheidende Punkt war, dass das kleine Serbien muss sterben, wie man damals gesagt hat, dem mächtigen Habsburgerreichen Thronfolger, der übrigens gar nicht beliebt war, weggeschossen hat. Und der Kaiser gesagt hat, das ist so eine Kränkung, das kann man doch nicht fallen lassen. Und ähnliches. Und der Zweite Weltkrieg, wie ist der zustande gekommen? Also natürlich haben aufkommender Nationalismus und Massenarbeitslosigkeit eine Rolle gespielt, aber der entscheidende Punkt war doch ein anderer. Die Siegermächte des Ersten Weltkrieges haben die Verlierer zu sehr gekränkt, gedemütigt, Demütigungshypothese. Und dann ist einer gekommen, für den ich mich als Österreicher schäme natürlich, und der aber aus eigenem Erleben, und ich will ihn jetzt nicht verteidigen, in keiner Weise, ich will nur sagen, wie es war, aber der aus eigenem Erleben gewusst hat, wie sehr Kränkungen die Menschen treffen. Straßenmaler, keiner hat die Bilder gekauft, Kryptarchist, kein Dach über dem Kopf, Arbeiterwohnheim, arbeitslos und so weiter. Er hat gewusst, wie sich Kränkungen anfühlen. Und genau bei dem hat er die Massen dann gepackt. Wenn wir heute die Reden von Adolf Hitler hören, dann spricht er genau dieses Demütigungsgefühl, dieses Kränkungsgefühl an. Jeder große Verbrecher ist ein großer Psychologe. Der muss es nicht lernen wie uns reiner mühselig, sondern der hat es in Fleisch und Blut, intuitiv. Und genau mit dem ist es ihm gelungen, die Massen sozusagen zu emotionalisieren und zu fanatisieren und in dieses grauenhafte Verbrechen hineinzuführen. Und da will ich nur sagen, also Kränkungen, jetzt komme ich doch noch zur Antwort, Kränkungen sind, denke ich mir, etwas wahnsinnig Wichtiges, die müsste man viel mehr beachten in der Wissenschaft, aber vor allem auch in unserem täglichen Leben im Sinne einer erhöhten Sensibilität. Wo sind meine wunden Punkte und wo ist die Kränkungsgrenze meines Mitmenschen? Das wäre meines Erachtens etwas ganz, ganz Wichtiges. Mir ist schon bewusst, dass man damit auch nicht alle diese Probleme lösen kann, aber es müsste in diese Richtung gehen zumindest. Toller, anregender Punkt. Jetzt dürfen Sie Fragen stellen. Wer traut sich immer die erste Frage zu stellen? Ja, vielen Dank für die anregenden Gedanken. Meine Frage ist, wer hat eigentlich den größeren Leidensdruck? Der Narzisst selber oder das Umfeld, das den Narzissten umgibt?
Und eine zweite Frage, die sich daran anschließt, in meiner vielleicht laienhaften Vorstellung, ist ja Leidensdruck dann immer sozusagen der Anlass, etwas zu ändern. Also wenn der Narzisst selber einen Leidensdruck hat, warum ändert er sich nicht? Also die erste Frage ist, denke ich mir, klar zu beantworten. Denken Sie an das Schicksal der armen Echo. Nämlich im Umfeld des Narzissten gibt es eine ganze Reihe von psychischen Problemen. Es gibt depressive Entwicklungen, Erschöpfungszustände, das berühmte Burnout, also da, was man darunter versteht, hat sehr häufig mit narzisstischem Gekränktwerden zu tun, Sucht, weil man es sonst nicht mehr erträgt. Ich meine, das ist doch auch irgendwie verständlich, wenn ich da niedergemacht werde, dass ich mir dann meinen Selbstwert halt vielleicht bei ein paar Bier am Freitagabend hole oder dass ich meine Kränkungen tatsächlich anästhesieren will durch eine Prise Kokain. Das kann ich durchaus alles nachvollziehen. Also alle diese Störungen gibt es im Umfeld von Narzissten gehäuft, vor allem dann, wenn man nicht weg kann. Wenn jemand sagt, ich kann mich nicht scheiden lassen wegen der Kinder oder ich kann den Job nicht wechseln aus diesen und jenen Gründen, dann ist es sehr, sehr schwierig. Und letztlich ist es aber so, am Schluss wird es, also wird die Umgebung psychisch in der Regel belastet. Und der Narzisst selbst auch, es wird einsam um ihn. Am Schluss stürzt er ja bekanntermaßen ab. Und man hat das am besten, glaube ich, darstellen können in der Arbeitspsychologie, wo man sich diese Frage gestellt hat, ist der Narzissmus eine Karrierechance oder ist er ein Karrierehindernis? Und die vielen Untersuchungen, empirisch belegt, die sagen alle ungefähr Folgendes. Am Anfang ist Narzissmus eine Karrierechance, weil man eben an sich glaubt, weil man sich durchsetzt, weil man andere begeistern kann, weil man ein Stück weit rücksichtslos ist und so weiter. Nach circa 10 Jahren kehrt sich das Ganze ins Gegenteil um, weil es dann nämlich durch diese ständigen Entwertungen, die man hat, durch die nicht mehr gegebene Teamfähigkeit, durch dieses Ausschalten jeglicher Kritik, durch das Abheben der Narzissten für den Betrieb und für seine Karriere zu vielen Schäden kommt. Also das heißt auf Deutsch gesagt, jeder Betrieb sollte einen Narzissten einstellen und nach 10 Jahren rausschmeißen, wenn ich so salopp sagen darf. Nur die Praxis ist halt, dass der Narzisst dann gewöhnlich so mächtig geworden ist. Irgendjemand hat einmal gesagt, aber das ist jetzt keine Anspielung auf Sie, sondern auf mich selbst. Erst als ich Chefarzt war, habe ich erkannt, dass ich Narzisst bin. Also es ist dann schon zu spät geworden und dann schafft man es nicht mehr, ihn wegzukriegen. Aber an sich wäre das richtig, nach circa 10 Jahren fällt letztlich das Leid des Narzissten auch auf ihn selbst zurück und es kommt zum Absturz. Und wäre es ein Ansatz, also beruflich leuchtet mir das ein, privat ist ja dieses Rausschmeißen nach 10 Jahren ein bisschen schwieriger. Und wäre es zum Beispiel eine Strategie, dieses, also Sie haben vorhin gesagt, man muss richtig loben und man muss sozusagen auch einen Narzissten, wenn man Einfluss auf ihn nehmen will, immer weiter loben, authentischer loben, richtig loben und das Lob sozusagen in Dosen zurückführen. Was würde denn passieren, wenn man es mit einer Radikalkur versucht und einem Narzissten die Bewunderung von Anfang an entzieht? Fällt er dann in sich zusammen oder was passiert dann? Nein, also der Narzisst fällt sehr lange nicht zusammen. Narzissten sind auch sehr lange nicht selbstmordgefährdet. Erst ganz am Schluss, wenn es wirklich keinen anderen Ausweg mehr gibt. Also wichtig ist, wie gesagt, am Anfang vor allem das authentische Lob, aber wie das Heroin, das Opiat beim Süchtigen, muss ich es herunterdosieren auf ein vernünftiges Maß. Und als ich glaube, die einzige Chance, die man beim Narzissten hat, das ist, dass auch viele Untersuchungen belegen, Narzissten sind eigentlich überdurchschnittlich intelligent. Das sage ich jetzt natürlich nicht gern, weil dann hätten wir jetzt alle wieder einen Grund, um uns noch ein bisschen narzisstischer aufzuführen, um zu beweisen, dass wir intelligent sind. Aber er weiß dann natürlich auch, also er kann dann schon so viel erkennen aufgrund seiner Intelligenz, dass dieses Verhalten sozusagen gesellschaftlich nicht beliebt und nicht anerkannt ist und dass er etwas dagegen tun muss, dass er es zumindest ein Stück weit intellektualisiert. Aber das gelingt in den meisten Fällen nicht, das muss ich zugeben, wenn es sich um narzisstische Persönlichkeiten handelt, die sich nicht ändern vom jungen Erwachsenenalter bis ins Greisenalter hinein. Ich hätte eine Frage an Sie und zwar interessiert mich brennend, das Störungsbild Narzissmus, ist das auch nicht gleichzustellen mit dem Störungsbild oder dem Krankheitsbild Psychopathie? Ist das nicht, also ich finde, da gibt es ganz, ganz viele Ähnlichkeiten und da stellt sich mir die Frage,
ist der Narzisst auch ein Psychopath oder ist der Psychopath ein Narzisst? Das ist ja, geht ja so ein bisschen ineinander über, finde ich. Haben Sie gesagt Psychopathie? Psychopathie, ja. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Also Narzissmus hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem amerikanischen Konzept der Psychopathie. Ich muss hier dazu sagen, bei uns in Europa wird das Wort ja nicht, und gerade in Deutschland wird es nicht mehr verwendet. Warum? Weil es in der NS-Zeit hat man damit furchtbares Unheil angerichtet. Aber man meint damit einfach eine schwere Persönlichkeitsstörung mit emotional instabilen, mit dissozialen und mit narzisstischen Zügen. Und da haben Sie vollkommen recht, die Überschneidungen sind hier sehr groß. Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für Ihren Vortrag. Der hat in mir sehr lebendige Bilder hervorgerufen. Ich selbst komme aus dem Schulkontext und es tauchten doch wirklich bei mir Bilder von Kindern auf und auch Bilder von Eltern, die durchaus in gewisse Kategorien reinfallen. Jetzt wäre so meine Frage, bis wann sprechen wir denn bei Kindern, bei Jugendlichen möglicherweise von einer Akzentuierung von Narzissmus? Wann ist er konkret ausgeprägt und wie lange haben wir denn eine Chance, wenn wir das wahrnehmen, mit sozialen Interaktionen noch darauf Einfluss zu nehmen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Das war jetzt so ein bisschen die generelle Frage, aber bezogen auf Narzissmus, wann wir von der Persönlichkeitsstörung sprechen. Ich kann es mal allgemein beantworten, das ist ja auch mit anderen Sachen. Wir haben ja lange in der Kinder- und Jugendpsychiatrie uns geweigert, Persönlichkeitsstörungen zu vergeben. Einmal, weil es eine Stigmatisierung relativ früh schon war, weil wir gesagt haben, es ist relativ stabil und man kann eh nichts dagegen machen, ganz übertrieben formuliert. Da hat sich einiges getan. Man weiß, dass das gar nicht so stabil ist, wie man es dachte. Weil man natürlich mehr untersucht, anders untersucht, kommt es raus und auch, dass Behandlung durchaus einen Einfluss haben kann. Also nicht nur natürlich ist es so, dass es auch wieder weggehen kann, sondern auch, dass Behandlung was bringt. Und die konkrete Frage war, ob Sie jetzt zu der narzisstischen Persönlichkeitsentwicklung oder Störung sagen können, ab wann man wirklich sagt, das ist diagnostizierbar und ob denn überhaupt Erziehung oder Therapie einen Einfluss hat. Also ich denke, man sollte diese Diagnose einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung nicht zu früh stellen, also erst nach Abschluss der Adoleszenz, also vielleicht ab dem 20., 21. Lebensjahr. Weil vorher haben wir ja einen Entwicklungsprozess und der kann ja in verschiedene Richtungen ausgehen und wir wissen ja nicht genau, was dann herauskommt. Und die Diagnose einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung ist natürlich auch stigmatisierend, also ich glaube, es ist hier Vorsicht geboten, nicht zu früh und erst nach einer längeren Beobachtung, also nicht durch eine einmalige Untersuchung oder durch singuläre Beobachtungen, sondern über einen längeren Zeitraum hinweg. Es muss also Konstanz haben, es muss Teil der Persönlichkeit sein. Vorbeugen, wie gesagt, meine ich, kann man es nur durch letztlich das, was ich versucht habe, als Empathietraining oder als Vermittlung echter Empathie zu vermitteln, durch die richtige Dosierung von authentischem Lob und so weiter, als alle diese Dinge. Ich meine schon, dass das später auch noch einen Einfluss hat. Aber Sie können eine Persönlichkeitsstörung letztlich nur insoweit ändern, dass der Betroffene sich dessen bewusst wird und dass er lernt, damit umzugehen. Also dass er erkennt, aha, hier sind meine narzisstischen Züge und das kann ich dagegen tun. Dass er so reagiert in entsprechenden Situationen, das wird man wahrscheinlich auch durch Therapie nicht wegbekommen. Bei Narzissmustherapie ist dann im Übrigen noch ein besonders großes Problem. Es liegt im Wesen des Narzissmus, dass er sich nicht behandeln lässt. Er fühlt sich ja nicht krank. Ich gehe doch nicht zum Seelenklempner. Der selbst braucht einen Psychiater, aber doch nicht ich in meiner Großartigkeit und Ähnliches. Und die große Gefahr ist, dass man sich dem anschließt. Ich will es vielleicht wieder mal anhand einer kleinen Geschichte erzählen, was ich meine. Also da kommt zu mir eines Tages ein Ehepaar. Die Frau war sehr reich, Milliardärin von ihrer Erbschaft her, der Mann weniger oder nichts. Was Finanzielle betrifft, aber aufgrund dessen hat er auf jeden Fall sich überhaupt bewegen lassen, zum Psychiater zu gehen, weil sie gesagt hat, die lass mich scheiden und da hätte ihm doch das Vermögen zumindest sehr wehgetan, das dann also auch völlig weg gewesen wäre. Also kurzum, die kommen zu mir, er hat dann sofort die Taktik eingeschlagen, wie wir zwei wissen, also sich verbündet mit mir als Therapeuten,
Wie wir zwei wissen, ist durch eine narzisstische Bindung, Übertragung und sie ist eigentlich gestört, also sozusagen auf Experte gespielt. Das sind die zwei Taktiken, die Narzissten anwenden, entweder den Therapeuten entwerten oder sich mit ihm gleichstellen und ein bisschen drüber sozusagen. Also der lustige Ausgang dieser Geschichte, ein paar Tage später bekomme ich einen Anruf von seiner Frau. Und sie hat sich offensichtlich inzwischen wieder mit ihm versöhnt, wie das leider häufig der Fall ist bei narzisstischen Partnerschaften, diese Komorbidität sozusagen, diese Co-Abhängigkeit. Und hat gesagt, also ja, ganz erregt, mein Mann wird nicht mehr kommen und fügt hinzu, und ich kann ihn auch verstehen. Aha, warum? Hat sie gesagt, er hat eine Untersuchung herausgefunden vom King's College in London und da hat man untersucht, wann wirkt der Psychiater am besten? Das ist jetzt wirklich lustig, aber es ist wahr. Und diese Untersuchung hat also ergeben, wenn ich das als Tipp ein bisschen geben darf, also am besten wirkt er, wenn er weißen Mantel und Krawatte trägt. Am zweitbesten, wenn er nur weißen Mantel hat, gefolgt von nur Krawatte und so weiter. Und Sie haben keines Falle dem gehabt. Da kann ich verstehen, dass er nicht mehr hingeht zu Ihnen. Aber das ist, wie gesagt, so typisch. Nämlich, dass die Narzissten letztlich sich das nicht nehmen lassen, dass sie nicht in Therapie gehen und dass sich ihre Partner, die sehr darunter leiden, letztlich ihnen halt dann doch wieder anschließen und für ihnen ganz begeistert sind. Gibt es noch eine Frage? Gut, dann nochmal vielen, vielen Dank für Ihren Besuch, die weite Reise nach Dresden, den tollen Vortrag und die vielen Anregungen, was wir in der Gesellschaft, aber auch im Privaten oder Beruflichen verändern können und wie die Zusammenhänge sind, wenn wir auf Narzissmus-Warnlampen treffen, was wir beachten müssen. Vielen, vielen Dank.